Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freakend. Da Minimum gerade nicht wollte, ich habe mal auf Facebook gelesen, die haben wohl gerade derbe Probleme. Wahrscheinlich, weil es zu viele Guestkeys gab und die Servers nicht aushalten. Deshalb kommt man gerade nicht rein oder das Inventar wird nicht gelesen und so weiter. Also was wohl dann auch der Grund ist, warum ich kein Inventar hatte und deshalb nicht spielen konnte. Deshalb spielen wir jetzt ein anderes Freak-End-Spiel. Und zwar Epigenesis. Das war schon mal im Free Weekend. Da lief es überhaupt nicht bei mir, weil es nicht mal starten wollte. Aber diesmal ist es zumindest mal gestartet. Deshalb kann ich ihm ja mal eine weitere Chance geben. Ich weiß nicht genau, was es für ein Spiel ist. Es ist irgendein Sportspiel. Also, keine Ahnung, es geht irgendwie darum, Tore zu schießen oder whatever. Auf jeden Fall irgendwie sowas in der Art. Mit Diskscheiben oder sowas. How to play guide. Game overview, jumping and firing. Guck da, er hat irgendwie so einen Ball in der Hand. Team-based sport style game. Mit Plattform. Given a seat which is used to capture the larger platforms in the arena. By capturing platforms, a node system can be created all the way over. If you capture the other team's gold platform, you win the game. Okay. Wenn man alle Plattformen bis zur gegnerischen Base eingenommen hat, hat man gewonnen, egal wie der Stand ist, gerade von den Toren her wahrscheinlich. Jumping and firing. You can charge your jump by holding down the jump button. Okay. There are two firing modes in Epigenesis. Q, this comet firing mode is called POF. And the small splash rate, the long range fire mode is called Railgun. Okay. You can select if you want the Railgun to pull or push players. Shoot a player in the head to perform a slam dunk. This sends the player straight down. Plants and passive buffs. Ach komm, lesen ist langweilig, oder? The Mess Glove. Pickups in Melee. Level specific gameplay. Bla blub, sag ich da mal. Customize Loadouts. Was haben wir denn hier? Das sind einfach nur Loadouts, ne? Shield Mortar Trench. Was heißt das denn hier? Oder sind das verschiedene Klassen? The shield prevents incoming and outgoing shots by instantly fabricating a shield with a mix of nanobots. The mortar fires energy consuming blobs. Das sind wahrscheinlich die Plattformen, die ich einnehme, die werden zu dem hier, oder was? Irgendwie so. Blobs of liquid, it has a long range thanks to movement sensitivity spores. A sensitive spores, natürlich. Prevent enemies in the blob from jumping. The trench charges a portable shield from the energy it collects from the ground. Only one shield can be active at a time. Grants player, friendly players a portable shield. Da kann man weder rein noch rausschießen. Das lässt ihn nicht hüpfen. Und das gibt einem Schild. Nehmen wir mal das. Was haben wir denn hier? Obwohl, die haben alle noch drei andere Sachen, ne? Shield. Ramp. The ramp utilizes carbon molecules to strengthen its root, keeping them in a good position. Grants a speed boost, okay. Speed boost und... und push on contact. Okay, die schubsen einen rum. Was war das hier noch? Explosive Spores. Shots pull in proximity and push on contact. Smokescreen. Das ist dasselbe. Oder hatte ich das schon? Ne, okay, sind manchmal dieselben. Ich nehme mal Smokescreen. Was haben wir denn hier noch? Ach, hier kann man die auch auswählen. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke jetzt einfach hier. Wir nehmen mal
Smokescreen. Wir nehmen. Was ist das? Increasing player speed on the ground. Increasing weapon cooldown. Increasing air control. Increasing acceleration rate. Oder increasing power output of jumps. Aber nehmen wir mal das. Und Railgun Mode push oder pull. Nehmen wir mal push. Und dann haben wir genug hier rumgefailt im Menü. Dann starten wir doch einfach mal. Keine vollen Server, keine Passwort protected und wo Spieler drauf sind. So. Nehmen wir doch mal erstmal einen, der vielleicht nicht ganz so voll ist. Oder wir gucken auf den Ping. Gehen auch mal darauf. So. Wir können auswählen, wo wir hinwollen. Machen wir random, damit er mich in ein Team packt, wo ich auch reingehöre. Okay. Stimmt, die muss man chargen. Okay. Wir feuern so Discs. Wir können hier so einen Laser chargen. Dann habe ich mehreren. Ne, okay. Und ich sprinte da drauf. Okay. Das DRG ist eigentlich so ein Dodge. Das sind die zwei Pfeile, die neben meinem. Neben meinem. Fadenkreuz sind. Okay, wir haben schon verkackt oder gewonnen. Gewonnen. Ne, verloren. Okay. Ich wollte mal die Steuerung angucken, Mensch. Ja, meine Stats sind überragend, würde ich sagen. Überragend. Ich würde sagen, die Null steht. Die bleibt auch stehen. Dafür werde ich sorgen. Was war jetzt das Ziel? Hab ich wieder vergessen. Es gibt ja auch, ging ja auch um Tore schießen oder so, ne? Nur es gibt halt ein Ziel, womit man allgemein auch gewinnen kann, oder so. Mach mal gleich ready einfach. Oh. Das Springen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich will immer sofort springen. Aber der charge doch immer erst so ein bisschen. Das war knapp. So. Sicherung meine AP. Hat's überhaupt HP? Oder kann man nur runterfallen? Naja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Nehmen wir mal an, das ist das Tor. Okay. Okay, das ist... Tor, dann Ball. Da ist der Ball. Oder? Nehme ich mal an. Oh. Okay, der hat ein Tor gemacht. Ich glaube, der kann das Spiel schon. Das war wahrscheinlich nicht einer, der gerade erst jetzt am Wochenende spielt, sondern schon einer der normalen Player. Und da kommt gleich wieder einer. Macht das überhaupt irgendwas? Keine Ahnung. Der trollt gerade einfach nur. Hat er überhaupt den Ball? Heißt das, dass er den Ball hat? Ich habe keine Ahnung. Piu, 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 piu. No. Hier oben ist eine Minimap, da sieht man, wem welche Plattformen gehören oder hat. Welches Team bin ich? Ich bin Lila. Da ist irgendein Power-Up. Kommt jetzt wieder der Ball? Nicht? Da ist jetzt der Ball.
Ja, läuft, würde ich sagen. Läuft. Die Teams sind ein bisschen unbalanced. Ui. Ich war aber noch nicht so ganz immer, wer den Ball hat, wo der Ball ist und warum nie wer da ist, wo der Ball ist. Ich hab den Ball und werde eh gleich sterben. Daneben! Ja! Ach, ich bin so gut. Und ich hab's nicht. Oh. Ach ja. Inkompetenz, Mon Mama! Inkompetenz-Alarm. Und hier zu einblenden, aber dafür wäre ich zu faul, jetzt das rein zu editieren. So einen dicken Alarm-Sound dann. Inkompetenz, Inkompetenz. Ach, das war's schon. Ja, dann. Ich hab gesagt, die Null muss stehen bleiben. Und ich habe es geschafft. Kriegt niemand einen Punkt dafür, dass ich den Ball hatte, oder was? Ist aber auch ungerecht hier. Vergessen, wie man die Plans aktiviert. Muss ich dafür den Ball auf die Plattform knallen oder was? Keine Ahnung. Sehe schon, auf jeden Fall ich und das Spiel werden keine Freunde. Aber ich möchte zumindest nochmal ein Tor schaffen. Omani Berserker. Zwar Armani Berserker, aber egal. Aber die braucht keine Hilfe. Wo spawnt der? Ach, da spawnt der Ball. Okay. Ist er schon irgendwo auf dem Weg? Ich dachte, irgendwie die Runde startet nochmal neu. Dass wir über die drücken. Oder haben noch nicht alle über die gedrückt? Ja, die Zeit läuft doch schon. Irgendwie raff ich noch nicht so ganz, wer den Ball hat oder so. Zum Beispiel. Der jetzt den Ball? Hat der nicht den Ball? Ist der böse? Ist der nicht böse? Ich glaube, er ist böse. Flieg und Sieg. Nochmal hochgesprungen. Jetzt kommt dein Freund zur Hilfe. Piu, piu. Wo ist der Ball? Kann doch nicht sein, dass der Ball weg ist. Was macht dieser Strahl? Ich weiß es nicht. Niemand will es mir sagen. Stand wahrscheinlich im Tutorial. Und ich hab's nur schon wieder vergessen. Über die ganze Map oder nicht? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Gibt es auf dieser Map vielleicht keinen Ball? Ich weiß es nicht. Ach nee, jetzt geht das los. Aber die Zeit ist doch schon fast um. Sollte nicht die Zeit erst starten, wenn die Warm-up-Phase vorbei ist? Ich habe keine Ahnung. Habe ich mal einen getroffen. Den habe ich getroffen. Versucht noch reinzuwerfen. Wohl daneben. Hm.
Was? Da hab ich den Ball verloren, oder? Fuck. Ist überhaupt noch wer da? Einer. Wieso bin ich eigentlich immer in den unterlegenen Teams? Kann doch nicht sein. Gehen die alle weg, wenn die meinen Namen sehen? Und wer hat denn jetzt den Ball schon wieder? Hä, der hatte doch diesmal gar nichts. Ich weiß nie, wie viel der Ball hat. Zu doof für das Spiel. Ich bin zu doof für dieses Spiel. Die hat's doch auch gerade getroffen, nämlich verarschen. Ach ja, immer noch 0 Punkte. Einfach zu doof für das Spiel. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich bin gerade über das Item gesprungen. Und die haben da jetzt irgendwas geplantet, oder? Warum immer das geht, keine Ahnung. Hey, ja, der war gut. Jetzt hab ich ihnen Angst gemacht, die dachten das bestimmt. Los, geh rein. Ach, Manu. Warum? Warum immer hier? Was? Ja. Ich sehe den nicht mal. Kann ich auch einfach reinspringen? Getroffen! Wenigstens das kann ich. Fliegt er da gerade unten? Ja. Oh Mani. Ne, Luftpunkte sind wir gar nicht. So eine Ranke. Hat der jetzt den Ball immer noch unser, oder? Ist das richtig? Ist das nicht richtig? Wo ist der hin? Keine Ahnung. Der respawnt. Ich weiß nicht, wer den Ball hat. Ich verstehe es nicht. Der da jetzt. Und was macht dieser Strahl? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mein Bad doch noch schon mal. Hilfe! Dieses Spiel und meine Inkompetenz. Da wartet da schon der nächste. Gleich. Wie einfach einer mehr sind, daran liegt es eindeutig. Die 4 mittlerweile? What the fuck? That balancing, so gut. Nochmal 4 gegen 2 geht immer. Die haben jetzt auch noch die Eier geht hier, oder? Ach komm, ey. Komm, Latz! Latzia! Latzhose! Ach ja. Was ist das da jetzt für ein Tunnel? Ich schaff's auch immer wieder, da runter zu fahren. Nee, du, das Spiel. Das Spiel, du, das ist nicht für mich, ey. Spiele ich lieber Project Cyber. Das habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Ne? Ist aber auch gerade ein bisschen verbuggt und hat komplett neue. Also die Entwickler fangen komplett von vorne an. Gerade mit dem Konzept. Von daher lohnt sich auch erstmal wahrscheinlich nicht zu spielen. Weil die, wie gesagt, alles umstellen werden. Klingt der Laser irgendwas? Nee. Gut, ihr habt gesehen, wie das Spiel nicht geht. Bin zu inkompetent für das Spiel. Komm, eine Runde machen wir noch auf einem vollen Server. Eine einzige Runde, ja, okay. Eine einzige Runde. Ist das Pinkfilter, der nicht mehr dran steht? Okay. 11 von 10. Ach, läuft. Da, egal. Machen wir jetzt Joint.
So, letzter Versuch. Dann ist vorbei. Sportsball is always fun. Ja. Voll spaßig. Hihi. Hihi. Was geht mir auf die Eier hier? Wer hat denn den Ball? Da unser. Bin ich lila? Bin lila. Jo. Aber hier scheinen die Spieler wenigstens hilfreich zu sein, weil die schreiben gerade so Tipps, wie man die Leute umbringen soll und so was. Die lassen mir den Ball, obwohl sie wissen, wie schlecht ich bin. Kommt einer direkt auf mich zu. Oh, das war knapp. Oh, das war noch. Sorry, Leute. Ist auf K gewesen. Da konnte ich gerade irgendeinen Seed wählen, weil ich glaube, ich habe gerade ein Tor gemacht. Ja. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Oh, ihr habt, glaube ich, noch gesehen, wie ich das Tor gemacht habe. Aber nicht mehr. Danach, wenn ich auf K gegangen habe, die Aufnahme kurz unterbrochen. Die gehen schon durch. Nein, warum, wenn ich dann. Der Sprung ist echt. Der Springen ist echt gewöhnungsbedürftig. Ey. Dahin? What the fuck? Die haben mich alle mitgenommen, die kommen auch nicht mehr rauf. Kann sich anziehen, Schwein. Treff ihn nicht! Diesen Strahl. Ich werde das niemals erfahren. Komm direkt auf mich zu. Hätte er sich weg kann. Smokescreen activated. Hui. So, jetzt kann ich nämlich auswählen, was ich hier haben möchte. Ich nehme einfach mal Smokescreen. Achso, den muss ich jetzt irgendwo platzieren, oder was? Zum Beispiel da. Nicht? Vielleicht doch? Doch nicht? Nein? Ah, doch, okay. Hat wahrscheinlich keinen Sinn gemacht hier jetzt, theoretisch, weil wir ja bis zur gegnerischen Base bauen sollen, aber ich wollte es einfach nur mal testen. Okay. Da läuft irgendwo einer, oder? Ist schon durch. Den Trick habe ich auf jeden Fall schon mal raus. Einfach springen. Bevor der Ball respawnt, also wenn man denkt, dass der Ball respawnt. Aber ich glaube, wenn man auf der Plattform ist, auf dem Boden, dann. Dann. Was wollte ich sagen? Achso, dann wird man weggestoßen. Wo muss ich denn jetzt noch theoretisch bauen? Mist. Aber man kann auch die Gegner schon übernehmen, okay, weil wir haben gerade so eine Plattform übernommen. Don't forget Melee to steal the ball. Ist das hier Melee? Ah, Mist.
Und der Server ist auf jeden Fall besser, weil der gibt Tipps. Time Noob. Time Noob. Noobs Time. What? Okay, also sind nicht alle so nett hier auf dem Server. Aber es gibt nette Leute hier auf dem Server. Ah, jetzt hat er den Ball geklaut, okay. Smokescreen activated. Oh, da habe ich es nicht mehr aufgeschafft. Das war aber auch gerade kurz ein Deck, glaube ich. Ich bin noch gesprungen und bin aber wieder unten irgendwie angefordert. Schneid aber die anderen Matches alle raus. Dann seht ihr, wie gut ich war in dem Spiel. Ah, natürlich lasse ich sie drin. So, wir haben gewonnen. Ich habe sogar 13 Punkte gemacht. Boah, ich bin... Ich habe doch eine Plant... Oder nee, ich habe nur eine gespawnt, aber nicht activated. Ach, keine Ahnung. Naja. Jetzt habt ihr auf jeden Fall das Spiel gesehen. Es ist nicht so mein Spiel. Aber wem es gefällt, ist, glaube ich, auch nicht teuer. Ich glaube, 10 Euro normal. Jetzt 3 Euro oder so. Gibt auch 4er-Packs und so ein Zeug. Könnt ihr euch alles holen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei meinem Freak End. War jetzt nicht mein Spiel, aber es muss ja auch nicht jedes Free Weekend Spiel mein Spiel sein. Und von daher sehen wir uns sicherlich beim nächsten Spiel. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.